Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, was soll ich groß sagen, ne? Mittlerweile sind wir in Delmhorst, Deichhorst, noch 400 Meter, also kurz vor Elisabeth Fehn. Und ja, hatten natürlich einen guten Ritt vor uns. Zwischendurch mussten wir dann doch mal die Polizei informieren, weil wir da noch einen hatten, der fuhr Schlangenlinien, aus dem Grund, weswegen wir dann jetzt hier mal eben auf dem Rastplatz stehen, nämlich wegen Übermüdung. Und ja, wir sind dann hier auf jeden Fall auf dem Rastplatz gefahren. Aber Leute, wenn ihr das Schild so seht, ja, dann tut mir einen Gefallen, fahrt weiter, weil hier ist kein Klo. Ja? Gibt es nicht. Nicht ein Stück. Ne? Und also der hier ist wirklich hier, der wird hier echt ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Hier fliegt überall Müll rum und weiß der Geier, was nicht alles. Also wirklich nicht schön. Ne? Ja, so sieht das Ganze dann auch aus hier. Ne? Und ja, jetzt wollen wir weiterfahren, haben eben ein bisschen geratzt und jetzt geht das weiter auf nach Elisabeth Fehn. Ja. Ja, also das heißt wieder zurück auf die Bahn mit uns. Und kalt ist das, Leute, kalt, uah, ekelhaft. Naja, weiter geht's. Ja, wir sind jetzt angekommen. 5 € mussten wir bezahlen für, ja, Stoppelfeld. Da hinten steht er. Und ja, fürs Parken halt, ne? Aber ich denke mal, wenn man sich hier festfährt, ne? Wir stehen gut, ein Trecker ist auch hier, also kann nicht viel schief gehen. Ja, im Grunde kommen die von überall hierher. Und bisher sind wir scheinbar die einzigen aus Magdeburg. Schöner alter Trecker. Da haben wir es. So, ja, jetzt wollen wir mal gucken, dass es jetzt weitergeht. Ne? Das war ja noch nicht alles. 4 € kommen noch drauf für den Bus nachher. Außer wir latschen zurück, müssen wir mal gucken, wie wir uns nachher fühlen. Und ja, weiter geht's, würde ich sagen. Ne? Sind ja auch Busse da. So, wir sind jetzt mittendrin, statt nur dabei auf dem Flohmarkt und gleich später ja, noch. Mal gucken. hier steht ein geiler LT-Pritsche, ne, aber wir sind noch am Anfang und ja, richtig geile Sachen dabei, keine Frage. Hier so richtig schön Mickey Mouse und Alf und sowas, aber Alter, was für gesalzene Preise. Ne? Also das ist schon echt heftig. Hier haben wir gerade eine Elch-Lichterkette im Grün. Da weiß man auch nicht, ob die funktioniert noch. Ne? Wie das Gange oder noch hat, aber da fehlt halt die Tür. Und ja, muss du halt gucken, was das Ganze nachher kosten soll. Ne? Ja. Jo. Ansonsten, der LT hier ist auch noch gut beladen. Ja. Und dann geht es gleich weiter in die Richtung runter. Ich kann ja mal in die Richtung filmen. Na, da ist noch jede Menge. Also, ich sag mal, wir haben noch etwas mehr als 10 Kilometer über. Also, der LKW ist jetzt unser. Und ja, gut. Mit Hurra-Tüte sogar. Aber den LT, den will er nicht verkaufen. Ja, also was hier auf dem Flohmarkt natürlich nicht fehlen darf, sind Yachten, also kleinere Yachten. Ja? Also, ne, nur mal eben so ein kleiner Eindruck, darf nicht fehlen. Vorhin auch ein W123 gesehen, mit ein bisschen Rost an der Tür hinten, aber sonst stand er noch ganz gut da, mit den typischen Metallkappen. Richtig geil. Ja, und dann haben wir hier noch so einen schönen Kran. Oh, ordentlich was los. Tja, was will man mehr? Weil hier gibt es natürlich nicht zum Flohmarktpreis hier, ne? Das ist ja klar.
kostet ein paar Mark mehr. Ja, also, ja, wollen wir mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Wir sind noch nicht viel weiter, aber es wird. Ja. Meter für Meter kriegen wir die 10 Kilometer rum. Tja. Aber es lohnt sich. Ja, also wir haben auch schon wieder in einigen Boxen rumgewühlt, wo es was zu verschenken gab und auch hier und da was gekauft. Also ist schon interessant. Ne? Aber gut, die Preise sind ja auf jedem Flohmarkt auch anders. Ne? Und ja, hier vorne waren die dann doch echt exorbitant. Von daher haben wir davon abgelassen. Und an Sitzplätzen mangelt es hier auch nicht. Jedenfalls hier vorne nicht. Wäre schön, wenn wir hinten das gleiche Spiel nochmal hätten. Futterbuden gibt es hier, alles Mögliche. Tja, also erheblich weiter sind wir noch nicht, aber wir haben schon jede Menge LKWs gefunden und noch ganz andere Dinge. Die stelle ich euch auf jeden Fall in einem gesonderten Video vor. Und ich sage nur, die Ilse vom Sparmarkt, ja? Also, ihr wisst Bescheid und ich würde sagen, es geht weiter. Spätestens beim Heli werde ich mich wieder melden. Gut, ich muss doch noch mal reingrätschen, Leute. Ein Commodore 64, original. Ist das nicht geil? Den Preis weiß ich leider nicht und ich glaube nicht, dass ich ihn wissen möchte, weil den werde ich mir mit Sicherheit nicht leisten können. Aber egal. Einen Plattenspieler hat er hier auch noch. Ne? Sogar hier The Beatles Live at the Star Club in Hamburg, 62. Wow. Ja? Richtig geil. Torfrock-Platten und so hat er auch noch hier. Also richtig was los. Ja, so ein bisschen was, ne? Und jo, ich würde sagen, es geht weiter. Also wer nicht mehr guckig campen will, ne? Da ist der perfekte LT-Camper. Na? Also Max, ich hoffe, den hast du mal eben gesehen. Na? Und vielleicht ist das ja sogar mal was für dich. Ja? Vielleicht kriegst du ja mal so einen angeboten und ja, greif zu. Na? Also, bis dahin. Im Übrigen, auch die Polizei macht jetzt Flohmarkt. Ja, denen geht so schlecht, die müssen jetzt verkaufen. Das hilft alles nichts. Ja, ich würde es euch gerne jetzt direkt zeigen. Jetzt stehen aber so viele Leute. Na? Das wird schwierig. Augenblick. Komm gleich. So, jetzt geht's los. Tja, auch da ist Flohmarkt. Hilft alles nichts. Aber den will keiner haben für 30.000. Schade. Ja, hab da jetzt nicht viel von gesehen, aber der Heli ist gerade im Anmarsch. Also besser gesagt im Anflug. Und ja, wir folgen dem jetzt einfach mal ein bisschen. Und gucken, wie es weitergeht. So, wir werden gucken. Was? Ich bin hier. Super. Ja, ich muss ja auf dich warten, ne? Hilft ja alles nichts. Ja, auf jeden Fall ist es hier ziemlich verräuchert gerade wegen der Grillbude. Aber riecht lecker. Tja, sollen wir mal weiter gucken. Hier ist Anstehen angesagt beim Klo. Ich versuche mal durchzuhalten bis zum nächsten. Ich guck mal eben. Ob ich was sehen kann? Nein, das ist hier so ein Aggregat hier. Noch können wir nichts sehen. Ziemlich viel Moos hier im Gras. So. Tja, Leute. Auch mal weiter kicken. Wir haben noch etliche Kilometer vor uns. Wir sind noch lange nicht am Ende. So,
Wir sind jetzt wieder ein Stück weiter. Ich war zwischendurch mal auf dem Locus und ja, jetzt sind wir an einem richtig geilen Stand. Ich glaube, das sagt hier alles. Also wirklich jede Menge zu gucken hier. Ja, und wir haben auch wieder ein bisschen was gefunden. Also wenn das so weitergeht, fahren wir mit dem Transporter nach Hause statt mit unserem Kleinen hier. Yeah. Weil so langsam wird der Platz auch mal eng. Aber gut, wir haben noch ein bisschen was vor uns an Kilometer. Und ja, auch hier wieder Schilder über Schilder, soweit das Auge reicht. Ne? Und den geilen Wecker da hinten. Also besser geht's gar nicht. Ne? Tja. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal ein bisschen laufen nebenbei. Ne? Guckt euch das Paradies an. Also nur für alle, die hier nicht waren und das Ganze verpasst haben. Ja, hier ist richtig geil was los. Ja. Da wäre hier so ein Drehteller, wa? Ja, ist so ein Drehteller, ja. Crystal Rotary. Ja, was ist das? Oha, was hat das so kostet? Das Teil. Ja. Ich glaube, ich muss mal wieder ausmachen, genau. Ja, ich bin mir da ein bisschen unsicher mit Sachen, die ich einfach mal so kaufe auf dem Flohmarkt, gerade elektrische Sachen, ob die dann auch wirklich funktionieren. Und da ist mir ein Zehner ein bisschen zu viel. Und da weiß ich nicht, ob dieser Teller da noch funktioniert, dass er sich dreht. Sonst wäre das richtig geil gewesen. Aber gut, muss ich sehen, ob ich vielleicht hier noch einen finde oder der günstiger ist. Ja? Wo das Risiko entsprechend minimiert ist durch die Investition. Oder ja, man muss halt schauen. Ne? Ja, und jetzt hier für Modellbahner, ne, haben wir hier auch noch eine Menge was. Und darf nicht fehlen. Ich würde sagen, ja, bis gleich dann. So, wir haben jetzt einfach mal kurz vor dem Heli, also einen Kilometer oder so, abgebrochen und haben uns dazu entschlossen, den lassen wir eventuell aus und ja, räumen das Feld von der anderen Seite auf und gucken mal, was da so gibt. Weil da waren wir letztes Jahr tatsächlich noch gar nicht. Ja, und mal gucken, was so gibt. Sind wir einfach mal gespannt. Tja. Kannst nichts machen, ne? Jo. Das ist eine ganze Ecke, also 10 Kilometer zu laufen, ja, das ist auch für mich zu viel. Das schaffe ich gar nicht mehr, ne? Ja, so ist das. Früher kein Problem, aber heute haben wir auch einen schönen Gelenkbus. Die guten MAN Lion City übrigens, mit dem man gefahren wird. Ja, noch die alte Generation. Tja, dafür, dass bewölkt angesagt war, es ist doch ganz schön sonnig. Ja, gleich gibt es erstmal Pommes. Ne? Eine kleine Stärkung muss mal sein. Allein nur von Beefy wie auf der Fahrt kann man jetzt auch nicht leben. Und von daher, ja, müssen wir mal sehen, wie wir da gleich vorankommen. Und ja, gucken wir mal, wie weit wir dann kommen. Ne? Ja, wird auf jeden Fall noch eine ganz schön lange Strecke und ob wir die noch schaffen, keine Ahnung. Wir schauen erstmal bis zur nächsten Brücke und sehen dann weiter. Ja, mehr können wir erstmal nicht machen. Vor allem, ich bin fast 24 Stunden wach. Also das bisschen Schlaf, was ich hatte, zählt eigentlich fast gar nicht. Tja, nicht zu ändern. Tja, auf jeden Fall
für alle, die fit sind und wirklich so weit noch schaffen, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Endlich mal ein bisschen Wind. Das tut schon ganz gut. Ja, wir sitzen hier gerade vorm Vereinsheim, ne? Also, ja. Ne? Und ja, da sind auch schon die Pommes. Also erstmal eine Stärkung und dann geht's weiter. Und ich finde, für 3,50 kann die Portion sich doch sehen lassen. Ja, und weiter geht's. So, wir sind mittlerweile ein Stückchen weiter, aber noch nicht bei der nächsten Brücke angekommen. Aber dafür haben wir hier einen geilen Uldi. Immerhin. Ja. Aber es geht munter weiter. Naja, so munter es eben geht. Oh, Geschäft lief wohl zu gut, wa? Also einpackt. Das hat man ja mittlerweile viel zu oft. Dass die Leute mittendrin einfach einpacken und weg sind sie. Wo sie eigentlich wissen, wie lange das hier geht. Naja. Ja, hier kannst du hier für Hund und so kaufen. Aber wir haben keinen. Also geht's weiter. So. Was haben wir noch? So. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal weiter, was es so gibt. Das war so schön, jeder hat was anderes. Ach, guck mal, den Golfschläger. Mit Golfschläger? Ja. Hier zu verschenken, kannst du mal reingucken da. Der Hitmix. Best of. Ja. Tjo. Wird hier wieder nach Kassetten geguckt. Die Flippers und hast du nicht gesehen, also alles, was man nicht hört. Ja, also ich habe jetzt rausgefunden, wie ich mir schon gedacht habe, dass der Hubschrauber die Mitte bilden soll, also oder startet und landet da, ne? Und ja, kurz vorher haben wir natürlich gesagt, wir fangen von der anderen Seite an. Clever. Naja, passiert. Also geht's weiter. Jo. Dann mal gucken. Ja, also ich muss jetzt tatsächlich doch mal eben zeigen, was ich gerade gekauft habe. Und zwar hier diese Sonnenbrille mit minimaler Sehstärke, also ungefähr so wie die, die ich jetzt habe. Und das passt eigentlich auch ganz gut, finde ich. Ja, blöderweise habe ich nämlich meine eigentliche im Auto vergessen, weil wer rechnet damit, dass die Sonne rauskommt, wenn bewölkt angesagt ist? Tja, Pech gehabt. Aber Erfolg gehabt, gerettet. Ja. So, das war's dann mit dem Flohmarkt in Elisabethfehn. Wir sind fix und alle, wie gesagt, haben es auch nicht mehr bis zum Heli geschafft. Drei oder vier Brücken mussten wir tatsächlich auslassen. Ne, inklusive der Strecke dazwischen natürlich. Weil wir einfach nicht mehr konnten. Warum fliegt er nochmal? Kann man vielleicht ein bisschen schlecht sehen, aber ihr habt wenigstens vielleicht noch gehört. Tja, so ist das. Jetzt geht's zum Auto. Da sind wir gleich angekommen. Haben hier noch beim Stapf in. Ich habe eine kleine Cola getrunken. Und jetzt geht's nach Bremen.
und von Bremen aus zurück nach Magdeburg. Ja, so ist das im Leben. Kannst nicht ändern und tja, im Anhang seht ihr auf jeden Fall noch ein paar Bilder, die ich gemacht habe. Und ja, bestimmt auch hier von den Bussen, mit denen wir chauffiert wurden oder mit denen man sich chauffieren lassen konnte. Und ja, alle gut, wa? Der Hof wird hier auch immer leerer. Ja, kassiert wird hier glaube ich auch nicht mehr groß. Naja, ist aber eh gleich Ende hier. Gut, also, wie gesagt, fix und alle und froh, gleich im Auto zu sein und dann ab Richtung Heimat. Das wird noch eine anstrengende Fahrt. Ja, ich bin das eben nicht gewohnt, ne? Hier jeden Tag lang zu tüdeln. Und von daher, ja, nimmt man das dann doch eher mit, als wenn man fast jeden Tag solche Strecken fährt oder so, ne? Oder nah ran. Ja, mal gucken, wo ich den Rast mache und mich mal eben ausruhe und dann klappt das schon. Aber wir hatten bisher, so wie es aussieht, die weiteste Anreise hier. Ja, so ist das manchmal. So bekloppt muss man erstmal sein. Und das sind wir definitiv. Aber kannst du doch sagen, Mädchen, kommt doch nächstes Jahr alle mal hier, hä? Ja, hätten sie auch dieses Jahr, aber ja, vielleicht waren ja auch sogar einige von euch hier. Zeigt mir doch mal eure Schnäppchen. Also hier Video machen, hochladen, mich verlinken und so. Ne? Ihr kennt das Spiel. Oder in meinen Kombi dann reinhauen. Von wegen hier, guck mal, das waren meine Schnäppchen. Ja, bin ich mal gespannt. Also, weiter geht's. So, also wir sind mittlerweile in Bremen angekommen und haben jetzt noch reichlich Kartons dazu gekriegt. Im Kofferraum ist auch noch ein bisschen was und jo, ist ordentlich, würde ich mal sagen. Also für den Versand reicht es jetzt erstmal wieder. Und ja, jetzt geht's erstmal zu Meckes, erstmal stärken und dann im Anschluss direkt nach Hause. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und wahrscheinlich war es dann auch die letzte Aufnahme mit der Cam hier, weil im Dunkeln, das bringt ja nichts. Na, also melde ich mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Wahrscheinlich total müde und keine Ahnung was. Ja, und ansonsten gibt es hier nichts weiter zu berichten. Na, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen bis hierher. Und naja, ein bisschen was seht ihr dann ja noch. Gleich bei Bilder, ne? Bisschen mit Musik untermalt, irgendeine, die ich in der YouTube-Mediathek da gefunden habe, weil wegen der Lizenz, ja, das ist ja immer so eine Sache, ihr wisst es selber und von daher muss ich dann irgendwas nehmen, was da kommt, was einigermaßen passt, auch vom Zeitrahmen her. Ja, ist natürlich wieder viel Arbeit und ja, gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Weil bis 20 nach. Ja, wir müssen langsam los. Sonst kommen wir nämlich zu spät. Also, ne? Weil wir treffen uns da jetzt gleich. Ne? Und dann wollen wir noch eben die Kamera mit Stativ da testen. Also er, weil er hat ein Stativ von mir gekriegt und ja. Alles für Hamburg. Also, bis dahin erstmal und ja, wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, melde ich mich wieder. Jo, und da sind wir. Ich bin mittlerweile umgezogen. Und ja, wir sind völlig fertig. Wir haben in Lehrte nochmal eine Pause gemacht. Es ist jetzt 14:45, naja, so grob, ja. Und
Wie gesagt, für uns war es wirklich eine super Erfahrung, ein zweites Mal. Aber was da definitiv fehlt, Bänke. Eine Seite zumindest. Ja? Bei Gastro, ja, da gibt es reichlich Bänke, keine Frage. Aber das zieht sich, bis ihr erstmal wieder zu der nächsten Gastro kommt. Und ja, wir hatten sogar die berittene Polizei dort aus Hannover. Das war schon cool. Jo, naja, völlig fertig, entleert die Pause gemacht und ja, jetzt war es das eigentlich auch von meiner Seite aus für dieses Video. Ja, ich hoffe, dass ich morgen oder was immer noch ein Video für euch habe. Wenn nicht, bitte nicht böse sein, wenn mal eine Pause zwischen ist. Ja. Urlaub muss auch mal sein. Und dafür wird das Ganze ja jetzt durchgeknechtet mit Filmen. So, ja, auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute, ja, fürs Erste. Bleibt mir wohlgesonnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ab ins Bett jetzt mit mir.